mit Verantwortung, die Meinung des BZÖ wäre rechts. Sie wissen alle, dass das BZÖ gegründet wurde, um sich eben vom rechten Rand abzuspalten. Sie wissen alle, dass Herbert Gross die Rechten aus dem BZÖ im Herbst ausgeschieden hat. Ich bin ein sehr kritischer Mensch. Ich habe mir meinen Schritt extrem gut überlegt. Aber eines kann ich sagen, ich habe noch keinen gefunden, der hier in irgendeiner Form dem rechten Lager zuzuordnen wäre. Und ich bitte doch, dass man das endlich einmal berichtet, dass die Menschen endlich einmal merken, hier ist eine bürgerliche Partei, eine demokratische Partei, die den Bürger in den Fokus stellt und nicht irgendwelche Interessen. Seien Sie katholischer Natur, ich bin auch katholisch, ich bin auch gläubig. Aber ich würde doch meinen, dass die Politik mit der Kirche sich nicht unbedingt in ein Zimmer begeben sollte. Ich würde meinen, sondern jene Interessen in den Vordergrund stellen, von den Leuten, von denen wir gewählt wurden. Und ich betrachte mich als Bürgerin. Und jetzt sage ich meinen ganz persönlichen Eindruck. Mit der Berichterstattung in den letzten 4 Wochen, sehr geehrte Medienvertreter, haben Sie eigentlich nur Rot und Schwarz gewonnen. Wenn Sie wollen, dass es in Europa so weitergeht, wie es in Österreich passiert, im Moment, wenn wir ans Budget denken, wenn Sie so wollen, dass in Europa gar nichts weitergeht und man sich weiterhin um Kaffeemaschinen und sonstige Sachen kümmert, die eigentlich der Bürger selbst entscheiden sollte und wollte, dann haben Sie Rot und Schwarz hier ganz gut unterstützt, indem Sie eine Partei, die völlig legitim kandidiert für die EU-Wahl, einfach schneiden oder eben nur mit ein paar Zeilen bedecken. Und hier darf ich jetzt wenigstens in diesen Tagen noch jeden und wirklich jeden Einzelnen auffordern, entsprechend fair und objektiv über die Arbeit des BZÖ zu berichten, über das Wahlprogramm zu berichten und über das zu berichten, was wir vorhaben. Also, das ist mir einfach ein Herzensanliegen. Ich möchte noch ein Anliegen an alle stellen, die einfach unentschlossen sind. Bitte gehen Sie zur Wahl. Nicht zu wählen bedeutet schlichtweg das zu akzeptieren, was Sie eigentlich gar nicht wollen. Wenn um 17 Uhr am Sonntag die erste Hochrechnung kommt und Rot und Schwarz sind wieder vorne dran und dann fangen alle wieder zu meckern an, dann haben Sie eigentlich nur das unterstützt. Wenn Sie eine Änderung wollen, dann bitte gehen Sie zur Wahl. Schauen Sie sich die Wahlprogramme an, kümmern Sie sich unter Umständen sogar, sage ich mal, um das, was die Spitzenkandidaten in den letzten Jahren gemacht haben. Das ist auch oft sehr aufschlussreich. Hat einer sein Wahlversprechen, was er 2009 gegeben hat, auch in den letzten 5 Jahren wirklich durchgesetzt? Oder aber gehen Sie auf wahlkabine.at und beantworten Sie dort die Fragen und sehen Sie dort, ob die Wahlempfehlung, die man Ihnen abgibt, auch wirklich mit dem übereinstimmt, was Sie vorhätten. Und ganz zum Schluss darf ich mich jetzt noch bei dir, Gerhard, stellvertretend für das gesamte BZÖ bedanken, für die wirklich herzliche Aufnahme in einer Situation, die für das BZÖ mehr als schwierig war, wie wir alle wissen. Ich muss einfach sagen, ich fühle mich total wohl, es ist eine ganz herzliche Familie, es hat mir gezeigt die letzten 4 Wochen, dass Politik nicht nur knallharte Knochenarbeit sein kann und muss, sondern dass es da auch wirklich ein Herz gibt und dass der Mensch im Vordergrund steht. Und